Als die Kamera in die Garage schwenkte, sah man bei Mercedes bedröppelte Minen. Die Silberpfeile konnten beim Qualifying in Kanada nicht die erwartete Leistung bringen und verpassten die Pole Position gegen Sebastian Vettel. Valtteri Bottas schaffte es mit 0,093 Sekunden Rückstand immerhin noch in die erste Startreihe, doch Lewis Hamilton, 0,232, wurde im letzten Augenblick noch von Max Verstappen auf Rang 4 verdrängt. Das schmeckt dem Weltmeister so gar nicht, der sich nach der Session ziemlich wortkarg gibt. Es war einfach eine schwierige Session. Es waren einfach keine großartigen Runden, zuckt er mit den Schultern, als er auf sein Ergebnis angesprochen wird. Eigentlich habe die Pace auf eine Runde recht gut ausgesehen, doch wir haben es heute einfach nicht zusammengebracht, so sein Kommentar. Die Schwachstelle Hamiltons kann dabei eindeutig ausgemacht werden. In der Haarnadelkurve verbremste sich der Brite in beiden Q3-Versuchen und konnte so weniger Schwung mit auf die lange Gerade nehmen. Sobald das vordere rechte Rad stehen bleibt, bekommt er das Auto nicht mehr so eingelenkt. Und dadurch hat er am Kurvenausgang übersteuern bekommen, erklärt Ex-Pilot Timo Glock die Hintergründe. Bottas startet aus Reihe 1, sobald er einen Quersteher hat und das Auto nicht so drehen kann, verliert er den Schwung. Und das kostet bis Kurve 13. Und das ist ein langer, langer Weg bis darunter, so Glock weiter. Der Verlust lässt sich auch in Zeit darstellen, allein im letzten Sektor, durch die lange Gerade vermeintlich Mercedes-Territorium, verlor Hamilton auf seinen Teamkollegen 2 Zehntelsekunden, auf Vettel gar 3 Zehntelsekunden. Besser lief es dafür Valtteri Bottas. Der Finne fuhr in allen drei Sektoren schneller als Hamilton und belohnte sich mit Startplatz 2. Bottas lag schon nach dem ersten Q3-Versuch auf diesem Rang und konnte diesen im zweiten Versuch halten. Am Ende fehlte ihm nicht einmal eine Zehntelsekunde. Es ist immer etwas ärgerlich, wenn es so knapp ist und man hinten liegt, sagt er, zeigt sich aber im Großen und Ganzen dennoch zufrieden. Aus der ersten Reihe zu starten, ist gut für das Rennen. Und wenn er noch einmal genau darüber nachdenkt, dann sei Platz 2 heute das Optimum gewesen, sie, Ferrari, ANM. Red waren heute einfach schneller. Ich habe mehr oder weniger alles aus dem Auto geholt. Zwar habe er im zweiten Versuch etwas untersteuern gehabt, wofür er den Grund nicht kennt, doch er geht nicht davon aus, dass ihn der zweite Versuch Positionen gekostet hat. Hätte das Motoren-Upgrade geholfen? Was ihm womöglich jedoch einen Platz und somit die Pole Position gekostet haben könnte, ist das fehlende Motoren-Upgrade. Vielleicht, überlegt Bottas. Die neuen Zahlen sind zwar nur theoretischer Natur, aber es hätte Verbesserungen gegeben und es wäre mit dem neuen Motor ein enger Kampf um die Pole geworden, ist er überzeugt. Ganz im Gegensatz zu Hamilton, es hatte nicht mit dem Motor zu tun, winkt er bezüglich seines persönlichen Resultates ab. Doch morgen ist noch ein Tag. Hoffnung sollte Mercedes machen, dass Überholen in Kanada prinzipiell möglich ist, vor allem mit der langen Geraden und 3 DRS-Zonen. Zudem sahen die Longruns am Freitag durchaus recht stark aus. Im Gegensatz zu Red Bull muss man auch nicht auf den Hypersofts starten, weil man durch Q2, wie auch Ferrari, mit den Ultrasofts kam, womöglich ein taktischer Vorteil. Von daher sieht Hamilton auch noch nichts verloren im Kampf mit Ferrari, zwischen uns war es ziemlich eng, doch heute haben sie einfach eine bessere Leistung gezeigt, sagt er klipp und klar.